Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Man kann es eine Sternstunde der Satire nennen, wenn ein türkischer Ministerpräsident eine deutsche Fernsehpersiflage seiner Person verbieten lassen will. Denn passiert ist dadurch genau das Gegenteil seines Anliegens. Alle gucken erst recht hin und lachen. 4 Millionen Menschen sahen inzwischen die Extra-3-Posse im Internet. Doch kann Satire irgendetwas auf der Welt tatsächlich verändern? Ja, sie kann. Zumindest behaupten das die Macher des ältesten deutschen Satiremagazins, das im April 70 Jahre alt wird, der Eulenspiegel. Heimatgefühle und Heimatverlust. Der Dokumentarfilm Land am Wasser erzählt davon. Preisgekrönt mit der Goldenen Taube auf dem Leipziger Doc-Filmfestival vor einem halben Jahr. Die Geschichten über Menschen im sogenannten Bergbauerwartungsland südlich von Leipzig, die dennoch in ihrem bereits umgesiedelten Dorf ausharren, bis die Bagger tatsächlich kommen, sind so berührend, dass der Film auf dem Leipziger Doc-Festival auch zum Publikumsliebling wurde. Heute Morgen kam die Meldung, dass der ungarische Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertész gestorben ist. Als 14-Jähriger war er nach Auschwitz gekommen und überlebte. Das Trauma von zahllosen Auschwitz-Überlebenden hat er literarisch zu fassen versucht. Warum habe ausgerechnet ich überlebt? Ja, und heute Mittag haben wir in Berlin den ungarischen Schriftsteller György Dalos getroffen, der 2010 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekommen hat. Und mit ihm sprachen wir über seine Erinnerungen an Imre Kertész. Vor mehr als 40 Jahren hatten sich die beiden getroffen, als Imre Kertész noch ein Unbekannter war. Tja, liebe Zuschauer, es steht ein Haus südlich von Leipzig, das außer Experten für die Moderne fast niemand kennt. Aber es hat das Potenzial, weltberühmt zu werden. Das Haus Raabe in Zwenkau ist eine Ikone der Bauhausarchitektur mit sensationellen Interieurs von Oskar Schlemmer. Nicht nur die Jazzfans trauern, ziemlich erschrocken. Mit nur 45 Jahren ist der Jazzsänger Roger Cicero gestorben. Mit einem Nachruf startet jetzt unser Kulturkalender. Heute im Anschluss folgt nah dran das Magazin zum Thema, wie wir klug werden. Klüger via Kultur, das klappt am nächsten Donnerstag wieder hier bei Arthur. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tja, und